Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, hier geht's weiter mit Through the Darkest of Times. Und wir sind am 24. Mai 36 angelangt. Und Wolf Kohls Tochter hat in der Schule dummerweise die Parolen wiederholt, die er zu Hause ausgegeben hatte, also Anti-Nazi-Parolen. Und deswegen ist er jetzt stark unter Beobachtung, weil seine Tochter ausgeplappert hat, was er zu Hause so sagt. So schnell kann es gehen und das heißt, wir müssen ihn erstmal untertauchen lassen. Und das heißt leider auch, dass wir nicht mehr so viel Geld haben. 24. Unsere guten Aktionen, die wir machen könnten, wären, in die Villa eines Nazi-Offiziers einzubrechen und hier einen ausländischen Journalisten zu informieren. Hierfür brauchen wir Informationen, die haben wir schon. Hier würden wir noch weitere kritische Informationen bekommen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob diese kritischen Informationen, ob man die dann auch benutzen könnte und das dann irgendwie das besser macht, wenn man jetzt kritische Informationen hätte. Aber ich glaube sowieso, dass diese erste Runde dieser Folge, diese Woche hier erstmal nicht eine dieser fetten Aktionen beinhalten wird, sondern eher nochmal Leute treffen, denn, also wir haben Sprengstoff geklaut. Sprengstoff haben wir. Das wird benutzt, um Bomben zu bauen, um Sachen in die Luft zu jagen. Wir brauchen für diese große Geschichte, die Freiheitsglocke, eine Bombe. Aber wo wir so eine Bombe zusammenbauen können, das sehe ich nicht. Das gibt es ja auch noch nicht. Und deswegen glaube ich, sollten wir vielleicht einfach noch ein paar Leute treffen. Auch wenn hier jetzt nicht steht, ermöglicht irgendwas. Ich weiß es nicht genau, ob das uns was bringt. Es steht immer hier Flugblätter verteilen, Parolen auf Mauern schmieren und so weiter. Aber erstmal gehen wir mit Christa wieder Spenden sammeln. Das bringt uns 31 maximal. Wir könnten natürlich jetzt noch jemanden dazu werfen, damit das dann auch 51 wird. Ja, da ist Richard Nix auch am besten. Das ist wahrscheinlich sinnvoller als, wir gucken mal, wenn jetzt Richard Nix selber Spenden sammeln geht, kriegt er hier 16. Insofern macht er mehr Bonus hier, wenn er damit dazu kommt. Dann machen wir das so. Dann gibt es schon mal Geld. Ach, wir haben einfach zu wenig Leute. Wir bräuchten mehr Leute. Und die anderen beiden treffen nochmal Leute, um vielleicht noch ein bisschen was freizuschalten. Gewerkschafter. Hier geht es als nächstes zu mit den Arbeitern sprechen. Vielleicht bringt uns das noch einen Schritt weiter. Man weiß es immer nicht so genau, was dann noch dazu kommt. Oh, das kann Jürgen Schmidt gar nicht. Aber das kann Georg Waldmann. Machen wir das mal in Kreuzberg. Und dann müssen wir mal gucken, wen Jürgen Schmidt gut treffen kann. Einen Freund hier oben vielleicht. Nee, das ist auch Freiberufler, ist nicht gut, sagt der Freund. Wir können mit den Christen sprechen oder einen Freund in Pankow vielleicht. Nee, die mögen nicht, dass er konservativ ist. Was ist hier oben? Da gibt es zumindest keinen keinen Malus in Weißensee. Bücher verbreiten ist das nächste da. Machen wir das mal. Okay, mehr Optionen. Hoffentlich freischalten ein bisschen Geld und Wolf Kohl taucht unter. Das ist die traurige, schmale Bilanz dieser Woche, würde ich sagen. 24. Mai 36, starten wir das mal. Jupp. 2 verloren, 44 sind noch übrig von den Unterstützern. 13 Mark bekommen wir. Und als erstes trifft Georg Waldmann sich mit einer Freundin in Kreuzberg. Früher hat sie die Nazis kritisiert und wir wollen herausfinden, ob sie bereit ist, uns zu helfen. Es stellt sich heraus, dass sie heute die Nazis noch mehr hasst als früher. Wir bieten ihr die Gelegenheit, etwas gegen das Regime zu unternehmen. Und sie stimmt begeistert zu. Eine Unterstützerin zumindest nochmal wieder dazu. Und Jürgen Schmidt macht das Gleiche in Weißensee.
Auch da sieht uns keiner und auch hier eine Unterstützerin dazu. Dann Geld sammeln. Ah, die hätten ja das Fahrrad mitnehmen können. Aber gut. Und das bringt uns 45. Richard wurde gesehen, leider. Und Wolf Kohl zieht sich zurück. Moral plus 10. So, plus 2 Moral insgesamt. Ereignisse minus 5. Was heißt das? Das Gesehene wieder oder sowas. Das ist immer nicht so richtig erklärt. 2 verloren, 2 gewonnen. Unterstützer bleibt quasi bei 0. 31. Mai 36. Handelt und vereinigt euch. Deutsche Sozialisten, Kommunisten und Demokraten im Exil in Paris fordern die Bildung einer deutschen Volksfront in einem Aufruf zum Handeln und Vereinigen. Die Hitlerjugend Aufnahmestopp. Die Hitlerjugend unterliegt einem allgemeinen Aufnahmeverbot bis zum 20. April 37, da ihre maximale Mitgliederzahl wahrscheinlich bereits erreicht wurde. Das wusste ich nicht, dass es das gab damals. Und das ist ja quasi ein Jahr Aufnahmestopp. Na gut. Nicht genügend Autos. Während 1,6 Millionen Deutsche ein Auto kaufen möchten, sind im Reich nur 800.000 verfügbar. Tja. Zu Beginn unseres Treffens bittet Wolf Kohl uns um Rat. Mein Sohn ist erst 12 und Mitglied der Hitlerjugend. Meine Güte, bei Wolf ist aber auch, da ist auch was los. Tochter verquasselt sich, jetzt kommt der Sohn mit dazu. Es passt mir natürlich überhaupt nicht, dass er bei dieser furchtbaren Gruppe mitmacht. Wahrscheinlich kannst du ihn nicht herausziehen, ohne Verdacht zu erregen. Und was hält er denn davon? Naja, fragen wir mal, was der Junge davon hält. Das Schlimme ist, es gefällt ihm dort. Er ist unter Freunden. Sie üben ununterbrochen zusammen an einem Marschlied für die Olympischen Spiele. Er schüttelt den Kopf. Was soll ich machen? Soll ich ihn rausziehen? Naja, theoretisch ja. Und praktisch, wenn du ihn später rausziehen kannst, wäre das für uns ganz gut. Du hast ja sowieso schon genug Aufmerksamkeit, sonst müssen wir wirklich irgendwann auf ihn verzichten hier. Das ist, aber ich befürchte, wenn ich jetzt sage, lass ihn mal da drin, dass wir dann irgendwann 41 oder sowas die Nachricht kriegen, ah, der Junge ist jetzt unterwegs an die Ostfront oder sowas in der Richtung. Oder 39 schon, wer weiß das schon. Also, schweren Herzens werde ich jetzt sagen, zieh mal nicht die Aufmerksamkeit der Gestapo auf dich und probiere hier den Fokus auf unsere Ziele zu legen. Er ist immer noch dein Sohn, du kannst ihm immer noch deine eigenen Werte vermitteln. Gib der Gestapo keinen Grund, an deine Tür zu klopfen. Na, hoffentlich war das richtig. Okay, jetzt kommt hier einiges Neues. Also, was haben wir denn hier? Eine Werkstatt einrichten. Okay, da geht's. Jetzt durch diese Geschichte, die uns die Arbeiter gebracht hat. Okay, mit Arbeitern können wir sprechen. Erst danach können wir auch die Werkstatt einrichten. Wir können auch hier SA-Aktivitäten beobachten und auch hier eine SA-Uniform stehlen. Und hier dann auch Flugblätter drucken, wenn wir die Werkstatt einrichten. Jetzt ist die Frage, bringt die Werkstatt uns auch? Ja, eine Bombe bauen. Okay. Geld 82. Ich dachte gerade 42, aber es wurde direkt abgezogen. So, die Werkstatt einrichten können wir erst, nachdem wir mit den Arbeitern gesprochen haben. Wolf Kohl hat immer noch 4 Verfolgungsgrad. Was ist das Neues? Die Welt informieren. Wir können Willi Buchner helfen, während der Ausstrahlung der Sommerspiele in das Studio des Fernsehsenders in Spandau einzudringen. So könnte er die Wahrheit über das Regime verbreiten. Benötigt kritische Informationen und eine SA-Uniform. Wahrscheinlich jeweils für jeden, der da mitmacht. Ah, 3 kritische Informationen brauchen wir. Oder vielleicht 3 maximal. Bringt uns 44 Unterstützer und 20 Moral. Also, das ist natürlich auch cool. Wir haben 11 Runden noch. Ach, und Kohle und bla. Na gut. 82 Mark. Also, auf jeden Fall müssen wir mit den Arbeitern sprechen. Daniel Abramsson oder Abramsson, ein Arbeiter und Unterstützer der Gruppe, möchte uns einige seiner Kollegen vorstellen. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Und da hilft
Kommunist sein. Wer war das noch? Anarchist hatten wir. Achso, das ist Wolf Kohl. Ja, der kann gerade schlecht. Für dich ist schlecht. Du kannst ganz gut. Also wir selber können ganz gut, da wir Anarchist sind, mit denen sprechen. Das sollten wir tun. 5 bis 6 Leute gibt es dafür. Unterstützer. Und das bringt uns SA-Aktivitäten und eben die Werkstatt einrichten. Okay, sehr gut. Dann macht er das. Wolf Kohl taucht tatsächlich nochmal unter. Für 30 Mark. Wir könnten Jürgen Schmidt da auch nochmal hinschicken, theoretisch. Ach, da ist jetzt Spendensammeln im Wedding, ist jetzt gefährlicher geworden gerade. Dann schauen wir mal, ob wir das in Kreuzberg und bringt uns 14. Nehmen wir das Fahrrad mit. 14 ist natürlich irgendwie affig. Moment mal. Wenn wir diese Runde kein Geld sammeln. Ein bisschen was haben wir ja noch. 52 haben wir noch. Dann lieber dann, wenn im Wedding keine Überwachung stattfindet, lieber dann nochmal da nachfragen. Ausstellung besuchen. Was haben wir hier noch? SA-Aktivitäten beobachten kostet 40. Bücher schmuggeln. Hier können wir was kaufen. Medikamente können wir kaufen. Für 10. Wenn wir hier nochmal mit den Christen sprechen, entweder der katholische Konservative, bringt uns das auch nochmal 4 bis 5. Beziehungsweise 6 bis 7. Jetzt sollte schon Richard nichts machen. Na gut, ist es auch nicht, ne? Sie kann es sogar besser. 5 bis 6. Hier nochmal Unterstützer. Hier nochmal einen Freund treffen. Richard kann es nicht. Können sie beide nicht so gut. Gibt es noch andere Optionen? Ein Gewerkschafter hier unten. Können sie auch irgendwie beide nicht gut. Ach. Das ist auch Gewerkschafter. Das wird das gleiche sein, nehme ich an. Ja. Irgendwas haben sie immer dagegen. Katholischer, konservativer finden sie nicht gut. Mehr haben wir nicht, ne? Ach doch, den Freund hier oben noch. Geht auch nicht so gut. Geht auch nicht so gut. Freiberufler und Akademiker finden sie auch alle doof. Schicken wir sie dann beide mit ins Versteck. Oder soll Richard Nix nochmal ein paar Flugblätter schreiben vielleicht? Das sieht doch ganz gut aus. Kriegt er das Fahrrad noch mit? Tja, und das kann man jetzt nicht bringen, oder? Unsere Unterstützerin Luise Herzog teilt uns mit, wo wir die SA in Spandau beobachten können. Geheimhaltung und Empathie. Ich weiß nicht, ob das eine Aktion ist für einen alleine. Irgendwie nicht. Komm, Jürgen taucht auch mit unter. 11 Wochen. Es ist nicht viel Zeit, aber wir gehen hier mit den Arbeitersprechern in die richtige Richtung. Wir müssen dann beim nächsten Mal die Werkstatt einrichten. Und wenn wir es schaffen, bis zum Ende hier wirklich diese Bombe zu legen, dann finde ich, haben wir unser Soll für 36 ganz gut erfüllt. Das ist das Hauptziel. Also los, 31. Mai 36. 2 wieder verloren, 44 Menschen, 13 Mark, wie beim letzten Mal. So, Georg Waldmann trifft sich mit Kollegen unseres Unterstützers in Kreuzberg und versucht, sie von unserer Sache zu überzeugen. Georg stellt fest, dass es zum Glück immer noch Menschen gibt, die gegen die Nazis sind und bereit sind, etwas gegen das Regime zu unternehmen. 6 neue Unterstützer. Christa Hoffmann trifft sich mit Menschen aus der christlichen Gemeinde im Wedding. Auch da 5 neue Unterstützer. Richard Nix schreibt und produziert die ganze Nacht Flugblätter. Polizei taucht auf. Na, wir probieren uns erstmal wieder zu verstecken. Oh, musste abgebrochen werden. Okay.
aber er ist noch da. Wahrscheinlich jetzt wieder mit einem hohen Verfolgungsgrad. Und Wolf Kohle und Georg Waldmann sind untergetaucht. Moral plus 4, immerhin. Und insgesamt plus 9 Unterstützer. Und wir haben den 7. Juni 36. Neues Gesetz gegen entartete Kunst. Die Reichsregierung erlässt das Gesetz über die Beschlagnahmung entarteter Kunstprodukte. Ausländisch klingende Künstlernamen sind verboten. Ab sofort ist die Verwendung eines ausländisch klingenden Künstlernamens verboten. Die Annahme eines Pseudonyms muss vom Amt für Kunst und Musik genehmigt werden. Und fälschungssichere Banknoten, neue fälschungssichere Banknoten werden in Deutschland in Umlauf gebracht. Das ist krass, ich lese das immer einfach so vor, ne? Also was das für Auswirkungen hatte tatsächlich, wie zum Beispiel dieses Gesetz gegen entartete Kunst, was hier so mit einer Zeile dann so abgearbeitet wird. Das ist natürlich riesig, da könnte man ja ganze eigene Folgen drüber machen, über jedes eigene Ding. Ja, also es macht Sinn, sich diese Bereiche, die hier immer so kommen, jetzt die fälschungssicheren Banknoten vielleicht nicht, aber diese beiden Sachen, das einfach mal nachzuschlagen, mal nachzulesen, was da alles passiert ist in der Zeit, ist auf jeden Fall gut. 7. Juni 36, bei unserem Treffen hält Wolf Kohl seinen Kopf in den Händen. Oh nein, jetzt ist, ja, das, jetzt geht es um unsere Entscheidung da. Geht es um deinen Sohn in der Hitlerjugend? Ja, um ihn geht es. Er seufzt. Es ist schrecklich. Sie proben Lieder für die Olympischen Spiele und er übt sie andauernd zu Hause, diese Hitler-Hymnen. Es kommt mir so vor, als hätten sie ihn mir gestohlen. Gib die Hoffnung nicht auf, er ist immer noch dein Sohn, es bleibt dir noch Zeit, ihn zurückzugewinnen. Ja, wir sagen mal, gib die Hoffnung nicht auf. Du hast ihn noch nicht verloren, Wolf, er ist immer noch dein Sohn, sage ich. Moral minus 5, weiß ich nicht, ob das bei Wolf Kohl der Fall ist, aber Wolf Kohl wieder runter auf 2 immerhin. Nix hat noch einen, gibt es irgendwas Neues? Naja, hier auf jeden Fall, wir können jetzt die Werkstatt einrichten und auch SA-Aktivitäten beobachten. Also, Werkstatt einrichten würde ich sagen, hat Priorität, 40 kostet das. 65 haben wir, sollten wir schaffen. Entsprechend der Speichergeschichte jetzt wieder, ich höre auch sozusagen, wenn es über 20 Minuten sind, so um die 25 Minuten. Deswegen machen wir diese Woche dann beim nächsten Mal weiter und werden auf jeden Fall eine Werkstatt einrichten. Was wir sonst machen, sehen wir dann. Bis dahin, macht's gut.